Hallo und herzlich willkommen zurück. Heute versuche ich mich an Brettsalami. Da ich keinen Reifeschrank besitze, versuche ich mich einfach an dieser einfachen Variante der Salami. Das Rezept gibt's wie immer hier im Video und natürlich verlinke ich es auch noch in der Videobeschreibung. So, und was brauchen wir dazu? Erstmal gutes Fleisch. Man nimmt immer 2/3 Magerfleisch und 1/3 fettes Fleisch. Dieses Verhältnis sollte schon stimmen, da sonst die Salami entweder zu fett wird, das heißt sie wird richtig schmierig, oder sie wird zu trocken, wenn man zu wenig Fett hinzugibt. So, nun zu den Gewürzen. Bei Rohwurstrezepten verwende ich Nitritbügelsalz, dann noch Rohwurststarterkulturen, ganz wichtig, Traubenzucker wegen der Umrötung. Die Gewürze kann man ja ganz nach Lust und Laune ausprobieren. Im Rezept stehen die Angaben, die ich für meine verwendet habe. Ja. Das Fleisch habe ich vorher geschnitten und etwas angefroren. Das heißt, es war in der Tiefkühltruhe, bis es richtig schön kalt ist. Dann geht es leichter durch den Fleischwolf und für die Bindung ist es auch ganz wichtig, dass das Fleisch kalt ist. Ansonsten verbindet sich das Wurstbrett nicht vernünftig und die Wurst bröselt auseinander. Über das Fleisch gebe ich dann gleich die Gewürze und knete alles kräftig durch, bis am Boden der Schüssel keine Gewürze mehr übrig bleiben. Das heißt, es sollte alles am Fleisch haften. Beim Wolfen ist dann schon die ganze Gewürzmischung gleichmäßig verteilt. Ist kein Fehler. Und wenn alles schön verteilt ist, dann geht's zum Wolfen. Brettsalami hat den Vorteil, dass man dafür keinen Reifeschrank benötigt. Ein unbehandeltes Brett übernimmt diese Funktion. Es reguliert die Feuchtigkeit und die Trocknung der Salami. Man sieht, die Gewürze sind schon schön gleichmäßig im Wurstbrett verteilt. Das Wurstbrett wird formgebracht, je nachdem wie man es haben möchte. Schön drauf schauen, dass man an der Oberfläche keine Risse hat, wo sich eventuell Schimmel drin bilden könnte. Ganz wichtig. Ja, nicht zu dick, ungefähr ja, maximal 5 cm dick. Die Salamis dürfen jetzt 4 Tage lang bei Zimmertemperatur zwischen 20 und 23 Grad trocknen. Sie liegen dabei immer auf dem Brett, der die Feuchtigkeit reguliert. Einmal pro Tag werden sie gewendet. Nach 4 Tagen sind sie dann schon deutlich härter. Hier sieht man noch die Cabanossis, davon gibt es auch schon ein Video. Hier sieht man, sie sind wesentlich dunkler und wesentlich trockener. Jetzt geht die ganze Sache in den Rauch für 8 Stunden. Hier sieht man nach 8 Stunden, die Cabanossi nach 2 Stunden, je nach Dicke lässt man sie länger oder weniger lang im Rauch. Danach dürfen sie noch einige Tage bei Zimmertemperatur weiterreifen, bis die nötige Härte erreicht ist. Und dann kann man mal anschneiden. Das ist das Wichtigste. Ich hätte mir noch etwas Zeit lassen können mit dem Anschnitt. Die Salami war noch nicht ganz so hart, wie ich es gerne hätte. Aber das macht nichts. Die nächsten Salamis kommen definitiv. Aber vom Geschmack her waren sie einfach top. Umrötung hat auch gut hingehauen. Alles in allem bin ich sehr zufrieden. Ich muss beim nächsten Mal nur etwas besser auf die
auf das Verhältnis Magerfleisch zu Fettfleisch aufpassen, aber ansonsten das Wichtigste ist ja sowieso der Geschmack. So, aber jetzt wird's gegessen. Ja, richtig gut. Und gleich noch ein Stück. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns doch ein Abo da, einen Like oder einen netten Kommentar. Wir würden uns echt sehr darüber freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Macht es gut.